Entscheide ich mal. Auf jeden Fall Moll, Dubstep ist immer sehr traurig, glaube ich. Ich habe ein gutes Gefühl. Wer sitzt da im Altenheim? Es ist Opa Hoppenstedt, er schlabbert Haferschleim. Er fragt sich, soll das alles gewesen sein? Und macht sich auf das Leben den ein oder anderen Reim. Da kommt ein Sportlertyp herein und lädt zu Contact-Improvisation ein. Opa Hoppenstedt sagt, was mag das sein? Doch er lässt sich darauf ein. Opa Hoppenstedt macht Improvisation und das macht ihn jünger. Er fühlt es schon. Er sagt sich, das ist noch lange nicht das Ende und beschließt, es ist jetzt Zeit für eine Zeitenwende. Er geht auf den Weihnachtsmarkt hinaus, isst dort Spekulatius und ein Schokoladen-Nikolaus. Dann sieht er, da reitet jemand auf dem Pferd heran. Opa Hoppenstedt hängt sich an den Schweif hintran und das macht ihn jung. Opa Hoppenstedt merkt es schon, ihn verjüngt die Kontaktimprovisation. Er sagt, dieses ist noch lange nicht das Ende und er beschließt, es ist Zeit für eine Zeitenwende. Opa Hoppenstedt hat was aus sich gemacht. Er wurde jünger und jünger, das wäre doch gelacht. Heute ist er ganz berühmt und wenn du dich beeilst, kriegst du Tickets für seine Show. Doch er heißt jetzt Harry Styles. Denn Opa Hoppenstedt, der wird immer jünger, ja. Das liegt an Kontaktimprovisation, ist das klar? Jetzt steht er als Harry Styles auf der Bühne, hat Erfolg ohne Ende. Ich empfehle auch euch, es ist Zeit für eine Zeitenwende. War besser als beim letzten Mal. Ja.